So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Ich bin von meinem erfolgreichen und hervorragenden Essen zurück. Und wir können ganz entspannt jetzt den ganzen Rest hier erkunden. Was ist das hier eigentlich? Das sieht schon wieder aus wie so ein Boss hier. Finde ich gut. So, das heißt, wir gehen dann nach Westen. Jo, ich muss dann weg. Jo, same. Jo, kein Ding und so. So. Das alles einsammeln hier. Klack, klack. War cool, die Pause. Bis zur nächsten Pause. Alles klar? Sag mal, Cooper, passiert dir das eigentlich auch, dass du aus Versehen, wenn du Torrent rufst, dass du dann aus Versehen deine Waffe wegsteckst oder sowas? Okay. Nee, bis das Oldschool analoge Kreuzdingens. Naja, das habe ich schon auch, aber ich drücke immer zu spät auf die Y-Taste und drücke immer zu früh auf die Kreuztaste und dann drücke ich mal aus Versehen das Dingens weg. Meine Waffe. Das passiert mir mega oft. Leider. Nee, so viel Koordination habe ich noch, dass ich die richtige Reihenfolge der Tasten hinkriege. Ja, okay, gut. Mensch, ein Königreich für Feuermagie. Aber ich habe was gelernt. Und vergiftet. Verdammte Axt. Na gut. Blöde Frage. Hat das einen Effekt? Wenn ich so wäre, würde ich wie Koppel schreiben, nämlich alle Buchstaben durcheinander. Well. Ich hoffe, beim nächsten Stream bekommst du 100 Tote dazu. Ich hoffe, du meinst es den Cooper. Wieso? Weil du es verdient hast. Okay. Habe ich gar nicht. Also auch wenn es jetzt mega fies klingt, aber ich habe nichts dagegen, wenn der Cooper 100 Tode dazu kriegt, weil dann gewinne ich unsere Challenge. Apps, nicht einmischen. Wir reden gerade die erwachsenen Elden Ringler.
Hättest du auch Magier spielen können. So, was? Wo war ich stehen geblieben? Achso, hab ich gar nicht. Hast du wohl. Oh, fuck. So, wenigstens gibt es ein paar Erfahrungspunkte oben drauf hier. Das hat super funktioniert. Hebst, du musst eigentlich auf den Gegner gucken und auf dich, weil drückst eh nur eine Taste. Wie kannst du da Angriffe verpassen? Wieso kann ich eigentlich... Achso, ja, da muss ich pusten. Ich kann dich gar nicht anzünden, oder was? Na gut, ich... Warte mal, das ist Quatsch, die Waffe. Ich nehme die wieder. Ich will die jetzt abfackeln hier. Ich habe eine Fackel. Koppel hat mir gesagt, dass ich ein Idiot bin, weil ich die Fackel damals nicht verwendet habe. Was wirklich mega bescheuert ist, wenn man die Waffe, die Fackel nicht verwendet. Aber die mag nicht. Hab einmal gesagt. Ist egal. Okay. Aber Moonbell macht mehr Damage als die Fackel. Hätte ich mal eine geile Idee, wenn man 13 hexagonale Platten anordnet. Dass es cool aussieht. Ach ja, stimmt. Deine Dingen sind da. Muss man mal ein Bild schicken, wie die ausschauen. Der Kuba hat sich was mega geiles nämlich gekauft. Kaum 3 Jahre später übrigens. Tobt euch aus und schickt mir Designvorschläge. Wisst ihr, was mir auffällt? Der Cooper, ne? Der nutzt alle Möglichkeiten, alle Ressourcen, die er hat, um irgendwas zu kriegen. Ist euch das mal aufgefallen? Immer so, hey, ich hab da eine coole Idee, wollt ihr euch das angucken? Hey, habt ihr Vorschläge für den Discord? Hey, moderiert jemand meinen Discord? Hey, macht jemand das für mich? Macht jemand dies für mich? Ist euch das mal aufgefallen? Kommt mir gerade nur so. Be wary of Raptor, therefore try luring out. Raptor? Ach, in der Höhle hier. Was haben wir für ein Raptor? Ist doch nichts drin hier. Nein, 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 nein! Ich will nichts hören. Ich will keinen einzigen Kommentar in diesem Twitch-Chat lesen. Ich will keinen einzigen beschissenen Kommentar in diesem Twitch-Chat lesen. Das nennt sich Freunde zu ihrer Meinung befragen. Give it a try, Helps. Dazu bräuchten wir Freunde, Cooper. Deswegen braucht Helps keine Gegner. Mhm. 131 Luftballons. Fliegen übern Horizont. Ach, fu, ey.
So. Das ist fies, dass genau hinter diesem Dingens, dass genau da ein Abgrund war. Damit habe ich nicht gerechnet. Zu meiner Verteidigung, das hätte dem Cooper auch passiert. Oder wäre ihm auch passiert. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Achso. Wäre mal witziges Experiment. Man moddet im Hep sämtliche Bosse aus dem Spiel und schau, auf wie viel Tode er kommt. Wer würde auch mit sowas rechnen bei einem Aufzug in eine Mine? Aufzugmine? Ja schon. Aber ich bin doch davon ausgegangen, dass es da, dass da eine Holzbrüstung ist. Das ist nicht gerade sehr sicher gebaut. Das entspricht nicht den deutschen Sicherheitsstandards. Au! Oh, das lebt mir noch. Habe ich etwas falsch kalkuliert. Ich bin im Spiel noch kein einziges Mal einen Aufzug gefallen. Mhm. Naja, ich schaue, aber lustig anzusehen ist es trotzdem. Es ist echt, es ist so nervig. Wäre das ein deutscher Fahrstuhl, wäre dann noch nicht mal in Betrieb. Das stimmt leider. Mag daran liegen, dass Elden Ring in Deutschland liegt. Eben, was Kubi sagt. Der wäre noch im TÜV. Okay, wieso habe ich denn die von hinten killen können? Das ist ja doof. Ist da ein Gegner? Wie kann man eigentlich Gegner anvisieren? Nerv mich nicht, blöder Mistkerl. So. Das war jetzt fies gerade, muss ich sagen. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Sehe ich irgendwo, wo ich hier gerade bin? Ich bin irgendeine Mine. Wie kann man Gegner anvisieren? Mit rechten Stickcaps. Ja, ich habe den anvisiert. Ich formuliere es anders. Wieso visiere ich einen Gegner an, drücke auf Angriff und dann passiert nichts? Dann hau ich daneben. Das ist irgendwie doof. Okay. Holy shit! Das war eine saublöde Idee. I'm sorry. Es tut mir leid! Ha, weil anvisieren und hauen die halbe Miete ist. Man muss auch wissen, welche Angriffe man macht und wie man zum Gegner dafür steht. Ja, aber wenn ich jetzt... Pass auf, wenn ich... Wenn ich hier drücke, ja, zum Zustechen, und ich habe ihn anvisiert, dann gehe ich doch davon aus, dass er mit dem Zustechen direkt auf den Gegner zusticht. Und nicht 20 Kilometer daneben in den Holzpflock.
Das erwarte ich, wenn ich tatsächlich das derjenige wäre. Aber doch nicht von einem super coolen Helden. Ich hasse diese Viecher. Nein, ich liebe euch. Ich hab's gelogen, ich liebe euch. Pierce-Attacken sind immer speziell, ja, merke ich schon. Somber's Smithing Stone, Level 1. Ich brauche Stufe 3. Nicht Stufe 1 oder 2 oder sowas. Oh weh, das sieht mir nach Boss aus hier. Ja, das sieht mir nach Boss aus. Warte mal, bevor ich jetzt hier in den Boss gehe, gibt es hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Hier gibt es bestimmt noch irgendwo ein Leuchtfeuer, bevor ich jetzt den Boss mache. Ach ja, okay. Während er arbeitet, kann ich nicht drücken, stecken, aber wenn ich geschlagen habe, dann first off, right. Try left and short archer head. Was? Von da komme ich doch gerade, oder? Ja, okay. Das wird ein Fest hier. Soft Cotton. Okay, offenbar gibt es hier kein Leuchtfeuer. Das heißt, ich muss den Boss so machen. Okay, na gut. Wie viel Tränke habe ich denn? Kann ich, schaffe ich das? Das wird spannend. Ja, ich nehme die Skelette. Das ist echt doof. Hier gibt es echt kein Leuchtfeuer in der Nähe. Das ist sehr traurig. Die Kerze, dann ist leider kein Leuchtfeuer. Das finde ich sehr schade. Was sind das überhaupt für Gegner? Was ist das für ein Gegner? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gegner ist. Ich hätte mich vorher heilen sollen. Rusted Anchor. Okay, das war's schon. Okay, gut. Na gut. Was ist das da? Okay. Na gut, haben wir das. Alter, ist das lahm! Denn? Ich habe mir ganz schön viel Mühe gegeben. Ich habe sogar nicht mal volle Tränke gehabt. Das war eine ganz große Challenge. So, das ist mir. Kommen wir wieder raus. Next sage ich da nur. Dennoch. Nee, dazu komische Zuckungen. Okay. Hallo? Ich kann nicht rollen. Jetzt. Halt.
Rune. Aber ja, gut zu wissen, dass Elden Ring immer noch die typischen Mage is Imba Props hat. Weißt du, ich hätte vorher mal auf dich hören sollen und hätte einfach in jedem Souls-Spiel, was ich gespielt habe, das machen sollen. Nur falls du komische Gedanken kommst und irgendwelche Magiedinger machst oder sowas. Dann wäre Dark Souls 2, glaube ich, auch nicht so nervig. Aber Dark Souls 2 habe ich ja nicht mehr weitergemacht dann, weil es mir einfach ultra auf den Sack ging. Weil ich an dieser einen Stelle mit dieser komischen Troller permanent am Verrecken bin. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Da hatte ich übrigens 200 Tote glatt, als ich aufgehört habe. Schon wieder Sombas Missing Stone 1. Ich will Stufe 3 haben. Aber das bringt mich auf eine Idee, wenn wir hier so viele Sombas Missing Stones Stufe 1 machen, dann gucken wir gleich mal danach in die andere Mine. Da, wo wir den Dingens gemacht haben. Wo wir Moonbell geholt haben. Vielleicht gibt es da noch, andere Schmiedesteine. Smithing Stones Stufe 1. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, alles, ne? Also hier haben wir alles. Jetzt müssen wir einen anderen Weg, glaube ich, noch gehen. So, da unten war man jetzt, glaube ich, ne? So, das heißt da oben noch. Missing Stone. Okay, dann haben wir das. Das heißt, wir haben den Teil hier dann entsprechend durch. Ist jetzt hier dann noch irgendwas? Nee, ne? Das heißt, da komme ich jetzt wieder zurück. Da unten waren wir gerade. Das heißt, die Mine haben wir komplett erledigt. So, jetzt passt mal auf. Wir gucken jetzt mal in diese andere Mine rein. Wo war denn die? Nein. Gale-Tunnel? Nein. Wie hieß denn die? Hier, die Kristallkugel waren das, glaube ich. Das war, glaube ich, dieses High-End-Level-Dingens, ne? Das war, glaube ich, das, wo wir getrappt waren am Anfang. Ich habe keine Ahnung, wie gut wir uns da... Oh, warte mal, bevor ich aber was anderes mache. Wir haben so viele Dinge. So viele Runen. So, Vigor. Wir brauchen mehr Vigor. Koppel sagt, wir brauchen mehr Vigor, also holen wir uns mehr Vigor. Ist ganz, ganz wichtig. So. Mal gucken, wie das hier oben jetzt läuft. Schade. Mal ganz kurz, was habe ich eigentlich... Ich brauche, glaube ich, Schmiedestein Nummer 3. Was haben wir? 1, 2 und 5 habe ich. Das heißt, ich brauche 2 und 4. Okay. Was ist ein Vigor? Vigor ist... Gesundheit. Oh ja. Oh, fuck me! Machen ganz schön Aua. Ist ein sehr potenter Lava aus Osteuropa. Wow. Na komm runter. Los, komm runter. Hier bin ich. Deswegen auch immer dieses Gestöhne.
Save me from Hebs. Ach so. Okay. Oh, wow. Wo ist der? Der ist da oben irgendwo. Aua! Nicht festhängen! Oh, falscher Trank. Okay, ich will diese Mine erkunden. Weil es die einzige Mine, die ich gerade noch kenne. Und hier muss es auf jeden Fall diese Schmiedesteine geben. Aber was wir machen müssen, Flasks, allocate Flask Charges. Ich brauche mehr Lebensflaschen. Das bringt sonst nichts. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich die am besten platt machen soll, die Gegner. Das ist tatsächlich ein bisschen eine Challenge. Kann ich mich da irgendwie durchsneaken hier? Das geht doch bestimmt. Also, da komme ich nicht weiter, okay. Ich glaube, der Cooper hat das so auch gemacht. Ich glaube, der Cooper hat sich auch so halb durchgesneakt durch das Ganze hier, oder? Danke. Oder wie hast du das gemacht, Cooper? Ich weiß nicht mehr, aber ja, glaube, da habe ich nicht alles geplättet, sondern einfach durchgebrannt und alles eingesammelt. Okay. Rune Arc. Was auch immer Rune Arc ist, ich habe keine Ahnung. Oh, da was gedroppt. Okay. Wie komme ich da jetzt hoch? Achso, okay. Ah, und jetzt komme ich da drüben hin. Verstehe. Hey, wie komme ich an das Item daran? Oh, so. Okay, Glintstone. Nehme ich gerne mit. Was steht hier? Behold, Dead End. Also ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir hier diese komischen Stones kriegen. Das wäre halt sehr schön. Wenn dem so wäre. Und dann könnte ich die Waffe endlich mal upgraden. Sombos Missing Stone, Stufe 4. Geil. Ich hatte recht.
So, ich brauch's noch Stufe 3.